Der Baronalspalazzo Serafini Sauli liegt in der Ortsmitte. Wie die meisten feudalen Gebäude des Gebiets der Terra d'Otranto fungierte das Gebäude jahrhundertelang als Schutz für die Bewohner der Stadt und war auch Adelssitz. Im Laufe der Zeit wurde zahlreiche architektonische Änderungen vorgenommen. Der alte Verteidigungsturm stammt aus dem 16. Jahrhundert. Er wurde dem Palazzo des 17. Jahrhunderts später eingegliedert. Noch heute kann man die Pechnasen oben am Gebäude und den kleinen Glockengiebel sehen. Interessant ist der Hauptbalkon. Er ist mit typischer Barock-Ikonografie dekoriert, die um das Monogramm Barone von Tiziano Serafini Sauli ranken. Ab 1985 gehört das Gebäude zur Gemeinde und bietet eine Bibliothek, einen Konferenzraum und einen Museumraum. Das Innere des Palazzos hat breite und helle Räume, die durch den farbigen und prächtigen Majolika-Boden bereichert wurden. Im Hauptsaal versammelt sich heute der Gemeinderat von Tiziano. Von hier erreicht man das alte Oratorium des Palazzos, wo man den im Leciso-Sandstein gemisselten eleganten Altar im Rokoko-Stil bewundern kann. In den Räumen des Palazzos findet man das Museo della Civiltà Contadina, das Bauernmuseum. Hier werden zahlreiche Sachen und traditionelle Gerätschaften des vergangenen Jahrhunderts aufbewahrt. Vermächtnis der landwirtschaftlichen und ländlichen Welt des Talentes. Es ist möglich, die Rekonstruktion eines typischen Schlafzimmers der Vergangenheit zu bewundern, wo ein Original-Webstuhl ausgestellt wird. Einst wurde er für die Herstellung des Aussteuer- und Kleidungsstücken der Familie von den salentinischen Frauen benutzt. Die Gemeinde von Tiziano und das Ehepaar Miren-Heckford haben sich darauf verständigt, hier das neue Museum des Western-Kinos einzurichten, das der italienische Filmkultur des Spaghetti-Western gewidmet werden wird.